Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Lee zusammen wieder mit JR am Start. Wir machen weiter mit Pokémon Smaragd. Wo bist du? Wo bin ich? Ich bin Baumhausen City. Baumhausen City. Ich dachte, war Laubwechselfeld. Wo ist Laubwechselfeld? Laubwechselfeld ist da vor dem Matadorfell. Oh, dann muss ich das auf jeden Fall noch mal in der letzten Videobeschreibung ändern. So, ich bin in der Arena und das erste, was ich mache, ist mein wunderbarstes Magnetoni. Direkt Donnerblitz. Donnerblitz. So, ich lerne ihn. Ich meine, Zielschuss ist für Blitzkanone geil, ne? Aber Donnerschock braucht nicht. Und Donnerblitz kann dann auch wieder nachkaufen. Richtig. Nee, Donner kannst du auch nachkaufen. Hier für Münzen eigentlich. So einige Münzen, aber ja. Also ja, ist gut. Ja, Eisstrahl habe ich noch nicht. Dann er hier war der nächste. Oh, hier Panzerhorn zum ersten Mal. Ich finde, das ist immer ein großes Problem. Auch wenn Donnerblitz in dieser Gen echt eine lame Animation hat. Ne? Ich ihm wenigstens das Münzamulett gegeben. Ich muss mal kurz machen. Das hätte ich natürlich gerade auch eben. Ne, Flamethrower. Kappels hab ich mit dabei. Den ich könnte jetzt X-Bart nebenbei noch ein Dings geben. Ein EP-Teil oder so. Oh, Doppelkampf. Das war zwar nicht geplant, egal. Geht Donner auf beide Pokémon? Nein. Donner nicht? Schade, richtig. So wie Blizzard oder so. Aber Feuersturm macht's ja auch nicht, also von daher. So stolz auf X-Bahn. Ist ja auch ein mächtiges Ding. Ja. Funkensprung ist auch schon mega gut. Wann ist das ins Spiel überhaupt gekommen? Welche? Also Funkensprung? Mit Gen 3, oder? Ja, ja. Tatsächlich Gen 3. Ne? Hatte das hier auch. Wie hat sich das ausgedacht? Ja, Panzer-Eron hatte was nach Verteidigung zum Spiel. Bodyguard geht auf beide. Kommt das dann noch? Ja, dann Donnerblitz da, du. Flügelschlag. Aber Schockwelle und Donnerblitz ist eigentlich nicht. Und den Rest darf man sich dann aussuchen. Wenn man Bock hat auf Donner, kannst du davor Zielschuss machen oder Blitzkanone. Das Tropius, Mann. Geil, was er. Kann der fliegen lernen? Muss man echt mal gucken. Jara? Das weiß nicht cool. Ich weiß es nicht, gerade auf dem Kopf weiß ich es nicht. Ja, Funkensprung fliegen, du. Funkensprung. Ich fand Flügelschlag in der ersten Generation total cool. Das ist nur dieses. Ja, das hat sich jetzt wieder so abwerten lassen. Nö, wieso? Passt doch. Hyperstrahl sieht hier eher komisch aus. Aber hat irgendwie die. Das ist ja schon seit grünem Feuerrot genau wie Solarstrahl. Ich denke, das ist ein Mächtiges. Ja, weil früher war das aber auch der andere Sound. Ne? Das ist so richtig deep. Also Magneto mit Flinklau geht tatsächlich ganz gut. Magneto. Er hat aber auch richtig viel Spitzangriff. Ne? Also 108 hat er in 38. Das ist fast Gengar-Niveau. Fast Gengar-Niveau. Gengar hat wahrscheinlich 120. Plus, ja, siehst du. Die verwirrt mich jedes Mal wieder. Ich find's komisch, dass diese Wiebke hier nur mit einem I geschrieben wird. Oh je. Nahrungsmittel der Deutschen zum Frühstück mit E und I. Je. Yeah.
schwach ist. Kannst du dir auch holen. Tannenleiter oder der Weg. Aber jetzt gerade fängt es an, dass man merkt, dass die ganzen, dass wir die Standard-EP haben, dass das richtig gut jetzt gerade skaliert ist in die andere Richtung. Davor hast du viel gebraucht, jetzt brauchst du eher wenig. Genau. Das finde ich voll gut. Gerade am Anfang ist das immer. Oh, Xan. Fliegt sogar. Er kann zumindest fliegen. Ich bin so geizig mit Donnerblitz. Hastig ist aber auch krass. Das ist richtig. Das finde ich in der vierten Generation fängt es ja glaube ich schon an, dass sobald das Pokémon reinkommt, kriegt es gar nicht mehr die Attacke ab. Das finde ich irgendwie schade. Aber das, ja, das ist natürlich ist das auch für den Gegner relativ unfair. Weißt du, wie ich meine? Also er kriegt ja die. Ja, aber es steht da erst, es gibt aber kein Ziel. Aber das ist ja jetzt ab Generation 4. Ja, ich meine. Und das ist fürs Spielen ist es ein bisschen hinderlich, aber es ist aber fairer, ne? Muss man dann auch sagen. Gerade hier in. Das hast du es auch herausgefordert. Ich hab's herausgefordert. Forderst du nicht immer heraus, machen wir Safety. Du brauchst auf jeden Fall Feuer oder Flug. Lava. Ist noch ein anderes Feuerflug-Pokémon? Nee, ja? Doch, Glurak. Okay. Standard. Okay, ich entscheide mich. Hä? Wieso geht das nicht? Achso, das war hier die Tür. Was macht Laune? Tropius. Echt normal auf dem, ne? Das ist halt auch stark. Ich weiß noch nicht, was Tropius so lernt. Müssen wir eigentlich direkt mal so nebenbei in der Pause Wikipedia. Wiebke ist so ein ziemlich sicherer Arena-Leiter. Ja. Wie heißt er? Der zweite Camillo, finde ich, ist eher unsicher. Und Daddy ist auch immer unsicher. Vamps. Kannst du so viel Spitzverteidigung haben, wie du willst. Spitzangriff, Sieg, Sieg, Spitzverteidigung. Aber deine Arena ist das jedoch. Mit Leon. Außer gegen Tropius. Ja, eigentlich sollten wir vielleicht nur auf unsere Leute sehr schön. Das wäre aber. Hast du es gesehen? Das kann Erdbeben, das Vieh. Ich weiß. Da hatte ich nicht mitgerechnet. Ja, da müssen die anderen ran. Was war das Normalflug, ne? Oh, der mit Erdbeben bockt er den auch. Hey, da hatte ich nicht mit gerechnet, ja, zur Not. Ja, was, wie viel hast du jetzt noch? Ach, der heilt den nicht mal, das ist nice. Oder eine 7. Beere hat, dann ist der, glaube ich, kein Traum. Oh, wissen wir nicht, wir machen mal. Komm, du. Alles auf Kret. Ja, auf das Erdbeben war ich nicht vorbereitet, aber das ist halt ertragen. Kannst du mir auch bauen, das ist mir jetzt gerade
sei denn, der muss jetzt wieder einen Trank, das wäre ich da aber nicht. Ne, machst du nicht. Wen Schnitt. Ach, der letzte ist ein Vorteil. Ja, du kannst ja aber auch komplett dran sein. Also normalerweise mache ich auch immer bis Level 40 und dann ist alles dann noch eigentlich tief entspannt. Ja, das war aber voll gemacht. Ich liebe Windschnitt dafür einfach. Sieht cool aus und macht mega Schaden. Viele Basen noch. Habe ich nicht so früh am besten. Ich habe ja eingesetzt. Das zweite ist. Ich dachte, man sei eh was zu setzen. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt gegen Philippa setzen soll. Und ich möchte. Ich hab den Magnetilo so tot. Also besiegt. Aber er kann ja auch irgendwie nichts. Ja, kannst du mich versuchen zu verwenden dafür? Hätte er jetzt Giga sauber, der X-Part. Ja, dann wäre auch normal. Ja, aber es wäre schwer. Spezial gut. Auch wenn das jetzt nicht gleich schneller verstanden ist. Das macht doch immer. Du bist jetzt schon durch, der Arena. So, ich bin auch gar nicht fertig. Ich hab ja noch Nervtötenkampf gegen Schutzschildbilder. Na, du hast sowieso. Obwohl Altaria kann mit Erdbeben dem auch gut wehtun, ne? Dann, aber dann machst du halt davor Walzer. Ein Igler und Walzer ist die komplett kaputt. Dann guckt sie und sobald er überlebt. Und es hat. Ist immer noch dabei. Jetzt ein Crit und es wäre echt nice. Schade. Die erste Angriffsattacke. Mal beißen. Stärkstes Pokémon. Und noch Panzermann, mach da. Arme Cargo, dein großer Einsatz. Meine, das ist ja auf den auch nur normal. Aber du hast recht gefragt. Und der hat Verteidigung. Oh nein, der Sandwirbel. Nicht ganz. Ab Mekago, das war kacke lahm. Aber dafür hat's Death. Aber Erdbeben hätte ihn auch geschossen. Ich hab den Federohren von Wiebke. Jetzt kann ich mir Absol holen. Das hab ich auch schon mal vor. Ja, das hab ich doch kaputt gemacht. Kapilz hat sich gedacht, eine Kopfnuss. Ha, komm, wir kritten heute mal. Mikos brotzt sich. Geh den drauf da. Ich hätte ja nur, ich nehm doch nur Rihorn oder nur Voltenso wegen der RP. So, das haben wir schon mal. Dann gehe ich jetzt mich heilen. Oh, die Mucke ist gut, ne? Scott, hey Brix, was ist? Ja, du hast die Arena gewonnen. Du bist ein geiler Typ. Hey, ich bin dein bester Fan. Hier konnte man nichts Sinnvolles tauschen, ne? Was meinst du tauschen? Ja, hier Min gegen Minun, Volbeat gegen Minun oder so, ne? Ja, bei mir war es Plus. Ja, das, ich meine Plus. Minun kann man ja so fahren. Ja, was machen wir jetzt? Nice. Ja, du bist auf jeden Fall. Jetzt erstmal eine längere Runde. Hallo? Nein, ich möchte nicht surfen, ich möchte tauschen und ich möchte da nicht. So. Kapilz kommt mit nach vorne, weil der nämlich auch noch groß ist. Ja, da nimmt immer nichts mit. Ich steige jetzt auf das Fahrrad, damit ich schneller hier bin. Okay, das hat gut funktioniert. Trainer hatte ich auch, oder? Ja. Oh, da oben war ich noch gar nicht. Glaube ich. Das ist eine andere Bombe. Davon kann man nie genug haben. Ja. Wo ist das dann her? Hab ich das schon. Nee. Das war verstärkt. Mal ein Fahrrad. Mal klar jetzt. Hier schön. Der Encounter. Hi.
die fliegendes Pokémon schlagen können. Ich komme gerade aus der Pokémon Flug Besieger Arena. Ja, okay, für den vielleicht nicht. Das wird mir eigentlich, müsste ich draus werden. Gerade ein Wasser-Pokémon. Kann man nur machen, ne? Ich bin Natu! Ich bin Natu! Natu! Auf jeden Fall lerne ich Tentox auch noch Kaskade, weil ich das einfach geil finde. Das sieht bei dem halt cool aus, weil er so wackelt und. Wärmst das dann hoch? Was nochmal? Wärmst das dann hoch, hab ich gesagt. Du hast das Wort heute angefangen. So, ihr wollt zu zweit kämpfen? Dann los. Das finde ich auch cool mit dem Wetter, dass es hier regnet. Außer der Sandsturm, der nervt. Okay, ich hätte eventuell besser Pokémon nehmen können. Sein Sales auf uns zu erfahren. Forneo. Kapels, was machst du? Drischt Forneo einfach ins Gesicht. Ja, 35. Der müsste umfallen. Nein. Ey, der überlebt ja. Die Aktion ist so. Ja, gute Idee. Machen wir das doch mal hier. Barriere ist doch was für dich. Das ist das Beste, was ihm einfällt. Klar. Das war nicht besser. Hätte ich jetzt drauf gewettet. Ich hätte wetten können, über Statik wird er noch paralysiert. Wenn ich aus dem Kampf doppelt paralysiert rausgehe, das Einzige, was Voltenso gerade drauf hatte, war mich zu paralysieren. Kannst du hier das Licht ein Stück runterdrehen von deinem Tablet, bitte? Jetzt muss ich wieder gucken. Wo habe ich denn hier... Ich habe einen Top-Air-Time. System. Also wird das wohl der sein, der gefehlt hat. Das hier erinnert mich irgendwie an die eine Stelle in der Siegestraße bei Rot, wo die ganzen Trainer so komisch verzwickt sitzen. Also ist hier genauso. Ein Schritt zu weit gelaufen, hast direkt einen Doppelkampf an der Backe. Ja, ist das bei dir? Ja. Weil die Sets sehen aber aus. Ja, richtig gut. Der Spalt aus meiner Zwischenstation richtig viel gemacht. Was? Ja, ich habe so viel vertraut, weil er es gemacht hat, als er noch alles hatte. Das macht er immer. Dieses Pokémon geht davon aus, dass es in der ersten Sekunde stirbt. Oh. Der stärkste Attacke, die er hat, ist Notsituation. Was willst du? Das ist kein. Das lernt keine. Weiß ich nicht, du kannst mal Aeroas lernen oder fliegen. Das ist doch alles nichts. Borschnabel bestimmt auch nicht. Ach, ich hab ja. Es regnet gerade und ich hab Zauberwasser. Voll gut. Hast du deinem Kribotok auch Wasser gegeben? Ja, Zauberwasser, ja. Das klappt ja so weit. Meine Surfer sieht so unscheinbar aus. Ungefähr. Und dann gibt's noch einen Lehmkugel. Hier, das ist gut, ja auch noch Surfer zockt, wenn ich deinen eigenen. Das ist ja ab Gen 4, ist ja. Das ist halt dann richtig nervig. Das ist fast jede Attacke, die auf beide geht. Nur für deinen dritten und für den Partner auch noch. Das ist dann einfach nur. Aber Blizzard wieder nicht, ne? Blizzard, es geht alles so. Das kannst du ja kontrollieren und die Surfer nicht. Dann nimmt Tentoxa Kapils halt auf die Schulter. So, und dann surfen die da kaputt. Die stellen sich auch manchmal an, ihr Game. Das Game Design. Was ist mit dir? Hallo.
hast du nicht direkt gewechselt? Ja, du riskierst immer und dann sterben sie immer. Werden besiegt. Lass es doch. So kriegst du dir ja nie den Raids Cross zusammen. Oberstrahlen ist doch nicht. Zubiris, die Megaform sieht mega gut aus mit dem hier riesen Diamanten. Aber ich finde, da hätten wir noch einfach eine Weiterentwicklung von machen können. Er ist ja, also er ist jetzt ja nicht gerade schlecht, aber auch so wirklich stark ist, aber so ein Standard Einzelkämpfer. Das Einzige, was mega gut aussieht, ist das halt von Pokémon, dass dann einmal wirklich zu so einem Drachen-Pokémon wird und einmal zu so einem. Du meinst, so wie alle Mega-Entwicklungen zu Drachen-Pokémon werden? Ja, so. So wie auch, wie heißt er? Kokowai? Ich bin eine Palme. Du bist ein Drachen-Pokémon. Ich bin eine Palme. Oh, das hat nichts gemacht. Ah, verteidigt. Ja, Tentox aber auf jeden Fall Eisschrei. Denk dran, Altaria kann Erdbeben, ne? Da solltest du davor einen dicken Walzer bereit haben und vielleicht mit Flinkflower arbeiten. Oh, hier. Das hat sich jetzt gelohnt. Die hole ich mir jetzt. Obwohl die mir nichts bringen. Aber ich habe das schon freigeschnitten. Jetzt gehe ich diesen Holzweg auf so einen Platz. Hops, hops. Ich finde das geil. Nur deswegen gebe ich das Kunstrad. Jetzt, mit dem Eilrad komme ich nie, glaube ich. Wenn ich das wählen darf, nehme ich auch immer das Kunstrad. Da unten geht es noch irgendwo lang. Oh, Pokémon. Das kannst du ja so oft machen, wie du willst. Aber ist es nicht dein. Hast du nicht getroffen? Nein, das ist ganz kurz hoch. Nee, ich muss ja Walzer aufladen für. Nein! Es war so klar! Es war so klar, dass es wieder ein Volltreffer wird. Ich krieg einfach keinen Absol. Das ist jetzt das fünfte oder so, was mit einem Volltreffer tot ist. Ich dachte so, ja komm. Leute, der wechselt ja nicht so wie bei dir, Scheiße. Alter, er lädt direkt auf, dann musst du. Ja, ich kann nicht mehr machen, ich hab Walzer angesetzt. Aber. Das müsst du gut abzocken. Scheiße. Ja, das ist Pech. Ich dachte, er setzt wieder Altaria rein und dass er sich dann erstmal wieder aufpusht. Nee, das war halt einfach nur Pech, dass dein Walzer, wäre dein Walzer eine Runde stärker gewesen, wäre der kaputt gewesen. Weil das ja normal sehr effektiv ist. Also zweifach Schaden macht. Ah, Trainer. Ah, das ist ärgerlich. Sonst gibt doch hier Rizoros einen EP-Teiler. Nee, das war gleich Beleber. Jetzt muss ein Donnerblitz hinterherbremsen. Nein, jetzt nicht. Besser nicht. Das hat das Spiel dir gedrückt. Hast du ihm keinen Donnerblitz gelernt? Nee. Warum nicht? Oh, nice. So diese. Wie kann ein Wasserpflanzen-Pokémon das Beste als mit nur Wasser sinnvoll funktionieren? Der lernt ja auch nicht Rasierblatt oder so. Wie oft kann man mit diesem noch Ja. Plan das. Ist auch lustig. Plan das lernt Sondersensor. Das ist eine super Psycho-Attacke und die lernt unbedingt Pokémon. Ist sie diese. Hast du Larsstrahl nicht aufgeladen? Jetzt, wenn er Sonnenlicht hat, nicht mehr. Sieht alles gut aus, top. Ja. Ich hoffe, das ist mit drauf. Billy, komm hoch. Komm hoch. Ist das zu eng? So besser? Ja.
sind. Defensgruppe. Jetzt auch Biggie auf den Schuss geben. Freut er sich. Ach so, er ist. Der ist wirklich Heini. Nicht Heiner, sondern Heini. Ja, jetzt ist das Spielen unter erschwerten Bedingungen, wenn eine Katze im Bild ist. Kannst du das mal bei dir hin tun? Ich krieg das nicht. Legen wir dich hin wie ein Hühnchen. So ist fein. Ich weiß nicht, welche Moment du musst. Oh, wo bist du runtergefallen? Hast aber Säure für mich fast gedrückt. Ich weiß auch nicht, wie der Frodo oder was nicht erwähnt. Ja, das war die erste Attacke, die 40 Schaden gemacht hat. Level 18. Musst du dir mal geben. Der Schaden ist quasi explodiert. Ganz ehrlich, ich möchte eigentlich Tentor so gerne Schlammbad haben. Das sieht bestimmt lustig aus. Oder ich arbeite mit Munchbomb, das wissen wir noch nicht. So als Backup, so wenn keiner damit rechnet. Gigasauger wäre auch was für ihn eigentlich. Ja. So, ich mach so. Jetzt kannst du deinen Arsch da hin tun. So, Arsch runterpumpseln. Deswegen habe ich nicht gesehen, dass deine Flanke kaputt ist, weil du immer da drauf rumliegst. Ist das Flanke? Ist, glaube ich, richtig. Ich bin mit Katzenanatomie nicht so bewandert. Nun geht wohl. Ich versuche mir noch ein Absolut zu fahren, das gibt Zeit. Bei meiner Glücksquote. Oh, Vivien. Ich hab hier Kabelsalat. Fällt wohl auf und hoffen, dass er mehr als zweimal trifft. Ja, aber wie viel Mal soll der hier Walzer denn machen? Der hat dich doch schon so oft hart versandwirbelt. Gib ihm einen Trank oder was? Gerade Pech mit Absolutes, aber die kommen auch weiter runter, ne? Oh, wo ich auch Bock drauf hätte, das Barnett. Ja, also eigentlich nur Gengar der dritten Generation. Nee, Gengar hat nämlich mega viel Spezialangriff und das hat Barnett nicht. Barnett hat nur Angriff. Oh, hier hört's Wasser jetzt auf. Das ist ja doof. Da ist der Maskeregen, Johnny. Ey, darüber. Was gab's hier noch? Ich gehe jetzt mal hier aufs Wasser. Es ist nur das. Da ist er. Die Mucke ist gut, ne? So. Ah, jetzt hast du aber auch das resettet. Ja, ich würde Fels rufen. Du hast mir nämlich Fels gerade Geweiher, ja. Obwohl, nee, du hast ja ganz ehrlich. Ja, komm.
das, wenn mit Glück geht's gut. Du bist schneller als er eigentlich? Achso. Also er ist jetzt aber. Jawoll! Yeah. Sauber Super Rihorn. Ich würde den halt jetzt erstmal ein EP-Taler geben, bis er Max-Level ist. Ne? Hey, surprising die Entwicklung. Denk dran, wir brauchen eine Entwicklung diese Folge. Das ist quasi eine Regel. Jede Folge eine Entwicklung. Der ist auch ein bisschen Kaffermaniac. Lernst du Aero aus einem? Kannst du Tributop lernen, oder? Ist das eine Idee? Was wollte ich jetzt machen? Genau, ob es Absol bringt. Hey, hoch! Absol! Stolrak, Muslimilon, Dodo, Roselia, Wälmer, Schluckuck, Kalarot, Kotel, Altaria, Sengoku, Pitis. Kannst du einfach suchen? Nein, ich mach das so. Das kostet mehr Zeit. Da ist Absol. Krieg ich dich hier noch? Ach ja, okay, hört hier auf. Schade. Also, bevor es umknickt, muss ich nochmal. Ich mache jetzt erstmal meinen wunderbaren besten Freund in 40. Na, guck, das ist ja fast noch so gut. Na, gleich hier gehen. Mit Neutraltorso wäre mir das nicht passiert. Deswegen ist Neutraltorso super. Ist mir aber zu spät eingefallen, aber wenn man schon mal ein Bild ist, dann kann man sich doch mal ein bisschen drüber fahren. Ja, dann fange ich mir halt keinen Haken auf. Jetzt ist es kaputt. Ja, und? Es ist kaputt, Mann. Wenn es kaputt ist, kann ich es nicht mehr mit bespielen. Was gab's hier? Ist Bonbons? Ach, hier, der Wanderer. Hier regnet auch wieder, das ist natürlich passend. Hier ist doch der eine Rocky, ne? Der Regen hier. Der regige Rocky. Blablabla. Psychogestein oder so, ne? Nur Boden. Nur Boden? Das will ich sehen. Tempo-Schiss. 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 Da war er wohl nicht richtig. Du bremst mich mit Antikraft und Lack. Kappels ist aber echt kaputt, muss ich sagen. Kornhaus. Hart gegeben. Kornhaus. Das Schaufler-Pokémon, was nicht Schaufler lernt. Hast du versucht, ihm Aeroas zu lernen? Oh, ich meine, es ist doch ziemlich nice für ihn. Das habe ich ja auch mit Amalgam gemacht, dann brauchte ich kein Flugpokémon im Team. Oder was hattest du denn sonst für eine Idee für ein Teammitglied? Für Lontor. Die VM-Vieh musst du ja nicht mit in der Top 4 nehmen. Ruprecht. Hey, Ruprecht, willst du nicht mein Freund sein? Ach nee, die sind überall da, wo die Rockies sind, ne? Als kleiner Hinweis. Dieser Felsen ist irgendwie komisch gebaut. Aber ich weiß auch nicht mal genau, was man davor machen muss. Hi. Ja, die Rockies müssen ja erstmal aufknacken, das meine ich. Ja, ja, davor, das muss sein, der Redikant. An der erste und zweite Stelle und surfen und irgendwo tauchen. Ja, du musst ja da drinnen das nochmal öffnen. Du hast ja draußen jetzt immer drinnen. So, ja, da steht ja Brage. Nee, so ein Bildgeschichte. Ja. Da steht einmal Schaufler, dann steht da einmal Zertrümmerer und einmal Blitz oder Stärke. Hat er schon Krabbel, ne? Ja. Geil. Beste Attacke. Ja, also in Gen 4 ist es ja so, ne? Ist das wieder physisch. Dann kannst du auch wieder mit Kinder spielen. Konntest du ja eine Zeit lang gar nicht. Da King ja nur physisch einen Angriff hat. Ich
nicht schnell, ich bin unsichtbar. Ja, und Kappels fällt direkt drauf ein. Schallwelle. Echt was? Der erhöht sein Immunität im Regen? Alter, er hat mir Dreck ins Gesicht geschmissen und Doppelteam gemacht. So, da. So sieht das aus. Ja, und der macht Doppelteam und dann im nächsten Moment wirft er mir Dreck ins Gesicht mit Sandwirbel. Das ist meine Ninja-Taktik. Du siehst nichts. Ich hab dir Dreck ins Gesicht geschmissen. Ja, aber wer? Ich fand das die coolste Beere war die Minzbeere, fand ich. In Gen 2. Ja, die hat 30 gesagt, ne? Nee, die hat ja schlafende Pokémon aufgeweckt. Aber das, der Name war cool. Goldbeere, Minzbeere. Das waren coole Namen. Wie ja, Birne und Ananas oder Himi. Das waren keine guten Namen, fand ich. Eigentlich möchte er noch nicht surfen. Ich muss hier erst alles abkaufen. Wenn es nichts bringt, bringt es nichts. Ha! Alter Schwede. Hat er eine Regen gezündet, wa? Das hätte mich jetzt auch hart gewundert, wenn er ihn getankt hätte. Mariel! Immer dem Gegner das Primäre geben, das ist immer wichtig. Das ist so schwach. Und hat auch noch eine Vorentwicklung. Ja, wir müssen mal eigentlich unseren eigenen. Ja, er trifft halt immer, was wir machen. Wir müssen eigentlich mal unseren eigenen Pokédex machen. Wir suchen uns von Generation zu Generation gehen wir durch und sagen dann, das ist Pokémon, was gut ist, was sinnvoll ist. Und dieses Pokémon würde ich in einem Pokémon-Spiel von mir nicht haben wollen. Also jetzt wie bei der neuesten Generation, einfach die Hälfte rausschmeißen. Ja, genau, so wie auch Digimon-Spiele funktionieren. Oh, tut mir leid, ich habe Nein gedrückt. Oh, sie gibt mir trotzdem die Giefe-Biere. Hier hört's auf. Gut, dann muss ich hier jetzt nochmal schnell Absol suchen. Einen Absol könnte ich mir machen. Absol, Absol? Nein, Magna je. Kopfnuss. So, jetzt aber Magna je. Habe ich schon mal eins. Was hat der für ein gutes Wesen? Weiß keiner, ne? Der hat nur viele Angriffe. Knirscher macht dann halt keinen Schaden. Aber das ist halt bei. Also brauchst du ja dann 10% mehr Spätzle, um das mal aufzunehmen. Was ist Stolz? Ist glaube ich das, ne? Ja, Stolz ist minus Verteidigung plus Angriff. Stolz geht's gar nicht. Doch, zwei. Okay. Solo meinte ich, sorry. Dann gibt's halt keinen Stolz. Ich war doch nah dran. Ein L ist drin, ein O ist drin, fängt mit S an. Ich finde schon, dass du dich dafür entschuldigen kannst. Außerdem ist er voll schön. Ich bin generell so ein Hunde-Pokémon-Freund. Also wenn wir einen Pokédex machen würden, gäbe es auf jeden Fall keine Mega. Das ist nämlich Quatsch. Du brauchst jetzt mal den Lied dafür, ja. Den du überall finden musst. Und Masknet hat auch keine Weiterentwicklung mit so einer Riesennase. Das wäre eigentlich was. Da gehen wir einfach, machen wir ein Video, wo wir einfach nur darüber quatschen. Und gehen dann nach und nach jedes Pokémon Bild für Bild durch. Ist das cool? Ja. Also immer hier die drei Abschnitte. Können wir Gen 1 bis 4, können wir das gut machen. Aber weißt du, was ich witzig finde? Dass Rosana keine Weiterentwicklung bekommen hat. Aber Electek und Magma. Ja, dafür hat sie vorher. Ja, haben sie beide doch auch. Egal, ich wollte es nur mal erwähnen. Ja, wolltest du nur mal erwähnen? Ich hab einen Pokémon Wiki gelesen. Hey, ich drücke mal falsch. So. Ein Versuch noch. Mir geht das nämlich hier hart auf den Sender. Ich möchte jetzt meinen Absol haben. Ich habe das vorhin nur ein paar Mal kaputt gemacht. Geht. 25 männlich. Wie kann ein solches Pokémon männlich sein? Ich finde auch, es müsste so ein Lamm-Pokémon geben, was sich dann zu den beiden anderen entwickelt. Ja, was? Zu Miltank oder Tauros. Weißt du, was ich meine?
Ja, braucht Wendler ein Pokémon als Vorentwickler. Und ein männliches wird zu dem und das andere zu dem, wie bei Wartribi. Nur dass Wartribi keine gute Entwicklung. Ja, ein Lamm-Pokémon, Mann. Irgendwie so ein Kälbchen, meinetwegen auch. Also so ein Rabauz 2 oder was? Ja, Rabauz wird ja zu allem. Aber im Prinzip ja, übers Geschlecht dann definiert. Oder durch den Zufall definiert. Ich bin plötzlich eine weibliche ein weiblicher Bulle mit so einem Schleifchen im Haar. Ich meine, es gibt Tauros nicht in weiblich. Noch wie es Milchern nicht im Männlich gibt. Tauros hat keine. Doch. Haben die. 100 Pro. Wollen wir auf, um irgendwas wetten? Nein. Jetzt weiß ich, dass du recht hast. Achso, ich wette nur, wenn ich recht habe. Ja. Ja, das sind die guten Wetten, die gewinne ich ja auch. Nein, jetzt habe ich ihn eingefangen. Barnette. Den finde ich cool, das ist so eine böse Spielpuppe. Wer auf jeden Fall rausfällt, sind die größten Legendären. Der Deoxys, Jirachi, Celebi, lasse ich mich noch drauf ein, aber Mew auf jeden Fall. Das gehört dazu. Classic. Aui. Oh, doch nicht Aui. Ach, weiß einer nicht, wie man mit Cola spielt. Kann ich bitte meine Cola haben? Oh, wir müssen. Kannst du gleich mal auf die Zeit gucken, bitte? Trotzdem bitte auf die Zeit gucken. Top! Auch geil. Du möchtest diesen Weg hier gehen? Okay, ich gehe einen Schritt um ins Grasfeld. Ja, genau. Ja, es ist ja auch ein Kegler unter der Hose. Guck, die 5 Sekunden gönne ich dir, dass ich die Kohleflasche abgesetzt habe. Findest du Zwirr? Findest? Ist der cool? Der ist auf jeden Fall mega mächtig. Oh, hier, ihr das Zwielicht. Zwielicht. Ja, die haben. Oh, da kann ich ihm. Kann der Sieger keine Schnitte geben. Oh, Mekago, zeig mal was. Smekago. Oh, ich hab eine Verfolgung gefressen. Das. Beste Wechsel, den mir passiert ist. Geil, Alter. Also, dieses schleimige Etwas. Das Feuer. Ich könnte den Ragnar auslösen. Das ist der größte Feuergegner im geschmolzenen Kern. Alter, aber wie ran. Ich hab noch einen Torwind. Das ist der Feuergott. Ragnarok ist die Apokalypse der komischen nordischen Mutter. Eigentlich Ragnarök mit Öl. Die Motorhead. Aber die Ölpunkte sind nur da, damit es cooler aussieht. Die sprichst du nicht. Deswegen gibt es auch von Sonderschule das Shirt, wo dann Sonderschule draufsteht, einfach nur weil es cooler aussieht. Das ist aber ein Motorhead-Abklatsch-Shirt. Finde ich auch richtig lustig. Hab ich sogar. Seriously, dude. So, mag ich mich mal wieder fahren. Oh, kannst du einen Trugschlag lernen mit Fibula? Abschlag. Aber Trugschlag weiß ich nicht. Ich finde halt. Ah, das hier. Wie heißt die Weiterentwicklung? Weber von Weberak, Ariados. Der das? Meine ich nicht. Nee, den brauchte man. Pinsir. Mit Trugschlag, mit irgendwie Pilzspore und dann noch so ein Spinnennetz, das der nicht abhauen kann. Das ist das perfekte Einfang-Pokémon. Ja. Das ist noch als Fähigkeit ausweglos? Nee, das ist ja das Spinnennetz, das macht ja ausweglos. Und dann kannst du auch Schwertanz geben, damit du mit einem Trugschlag machst. Habe ich mal drüber gequatscht. So, Vogelspann. Kein gerades, lustiges. Ich muss jetzt erstmal gleich meinen Absolut angucken. Ob Geist oder Unlicht-Pokémon, wir wissen es nicht. Müssen wir jetzt eigentlich runter oder müssen wir rechts gucken? Rechts ist die City und runter geht's zur Stone. Aber bei der City gehen wir nicht, können wir nicht weiter, ne? Nee, da ist doch der komische Typ, der den Velmas beibringt zu schwimmen. Ja, du kannst erstmal mit den Wahlen kämpfen, dich einkaufen. Ja, das, ich wollte ja auch dort zuerst hin, bevor ich runtergehe. Ja, dann kriegst du auch wieder davon. Er ist paralysiert und ist jetzt ein Elektro. Oder was anderes? Nee. War ja klar, dass ich jetzt paralysiert bin. Wie ich das wusste vorher. Schlecker hat die höchste Paralyse wahrscheinlich, glaube ich.
mal probiert. Ich glaube, Schleck hat echt die höchste Paralyse wahrscheinlich. Ja. Oder? Vom Gefühl her, ja. Jetzt hat er. Das sind jetzt zwei Zungenattacken, die er hat. Klammergriff mit der Zunge. Schau mal, dass der alles kann, ne? Kann ja fast alles lernen. Ist halt monströs stark. Giftzahn, Giftschweif, mega. Ich hab mal, damit ich im Magma hier einen Giftzahn hatte, hatte ich das. Hat mir ein Vipitis trainiert, dass es Giftzahn kann und dann in Pension getan wird. Und Magma hier war mit Giftzahn echt mächtig. Mag man nicht mal. Ja, ich mochte aber jetzt nicht mehr. Der hat mich so hart enttäuscht. Germany? Was? Wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Das sind zwei Dudes. Aber ich gehe erstmal absolut angucken. Da war doch irgendwo ein. Ja, da. Kannst du ein bisschen. Ist ja ein Steppen-Pokémon. Du bist auf jeden Fall kein Wüsten. Still. Das ist nicht so gut. Das hängt Angriff des Gegners. Könnte lieber das haben, dass er keinen Angriff verlust hat. Und Absolar ist aufs gesetzt. Kühn, verdammt. Kühn ist. Das ist beides. Das ist beides nichts. Also beide Pokémon leider nicht benutzbar. Schade eigentlich, hätte ich jetzt Bock drauf gehabt. So, nicht viel, aber ein bisschen hätte ich Bock drauf gehabt. Ich gehe nicht in die Pension. Da können wir mal wenn wir mal wieder eine Training-Session machen, können wir da hin. Aber ich wüsste auch nicht, was ich mir da fangen soll, außer Rimon. So eine Wucht. Alter, was geht? Wärst du okay? Oh, ich habe auch noch. Cool. Donnerblitz, Pandir, du, Himmeli. Ja. Power puncht sich auf. Ruhe da mit deinem Fokus. Alter Schwede. Hat alle schon den Wärmstwechsel in Gras mehr. Was hat das für eine Giere gekriegt? Gierebeere oder so. Das macht tatsächlich was aus. Fancy weg. Sehr gut, KP-Pilz. Mit Tempo-Eat musste ich aber schon spielen, ne? Sonst haut er nicht raus. Außer mit Vergeltung ist natürlich noch besser als Konter. Ja, mit Toxiquark gespielt, der durfte nur keinen Hit kassieren. Alles andere war gut. Rotelin und Barmelin. Richtig cool. Alle beide. Auch die Entwicklung. Sie sahen ziemlich ähnlich, aber irgendwie doch passend. Ne? Mit Zink gefunden. Ich hab noch Hyperheiler, da könnte ich mal benutzen. Ich habe aber auch irgendeine Beere für den Status-Effekt. Selbstheilung bei Paralyse. Nein, ich will das doch benutzen, Mann. Ich will doch nicht gucken, ob mich Wettbewerbe interessieren. Das habe ich nie gemacht. Du kannst mich mit Pokémon nie kämpfen und gleichzeitig Wettbewerbe machen. Das war nicht immer das Beste. Geht ab oder was? Hast du jetzt Dings gegeben? Nee. Warum? Jetzt ziehe ich alleine. Was meinst du? Oh, Alter, zwei Pokezüchter. Ist ja nicht den. Warum haben wir jetzt beide Dinge? Egal.
weil da kann ich bestimmt Wasser-Pokémon haben. Das sind ja zu zweit mit 6 in einem Doppelkampf. Also wirklich gut. Also nur wenn die alle hier irgendwann 37 sind, dann lohnt sich das gerade mit Hariyama. Das ist ja so ein Skill, die nur den Trainer muss. Ich brauche so langsam mal einen Fokus an meine AP werden. Ich habe keine Lust, jetzt sieht zum Beispiel. Ich brauche für die Topf. Aber die haben sich wirklich nur die nervigen Pokémon ausgebaut. Also selbst wenn du hier spielst, mit denen alle End entwickeln, wer gerade so Pilippa und Hachiyama, das sind schon so Viecher, die können nicht hart nehmen. Ich habe eine Spendschicht, wir probieren das. So, jetzt holen wir die Paralyse zu Kappels. Auf Ansage. Ich weiß, wann meine Pokémon paralysiert werden. Bürgermeister durch meine Tropius. Miller. Normaler Name. Spektakulär. Extraordinär. So, hier sind wieder neue Leute. Auch aber. Ah, komm hier. Nein, ich prüfe ja schon. Du sollst nochmal benutzen. Das gibt's in den neueren Jahren. Ja, verdammtes Internet. Ja, wollte ich. Ich hab ein Cabo und du hast die Candy. Mit der Cabo and the Candy. So. Der hat ein Dings. Den wämse ich denn damit? Na komm, wir werden dann kommen. Der Cabo muss auch mal wieder ein Bad machen. Für dein Geld. Komm. Das finde ich so cool. Das kommt genau aus der Schere. Sieht doch gut aus. Warum trifft das nicht auf 2? Das ist ein Blubstrahl, Mann. Wie war das? Weiß ich, welches Fuga. Das ist aber endlich mal so eine Zone, wo es richtig was gibt. Null, ich hab dich angeschnüffelt. Oh, das hast du aber toll gemacht heute. So. Die können ja auch blau sein. Aber dicke Panzerruppe. Und ich nehme Iggy. Iggy, das ist einer. Das ist der am ersten. Der ist der mit der Wippe im ersten der Super Mario World. So, ja. Der ist auch. Iggy's Castle. Yes, ja, ist doch mega sauber. Hast du noch keine Energie? Yes, Pikachu! Hey, Karo, Flammenwurf. Du brennst. Stern verbrannt. Gibt's gar nicht, ne? Bei Berührung Verbrennung? Bei Berührung Gift gibt's, bei Berührung Paralyse gibt's. Aber bei Berührung Verbrennung muss er auch geben, finde ich. Vielleicht mal nach dem Essen gucken auch, ne? Gut. So, hier gab's hier überhaupt irgendwas, oder ist das ein Blumenanblick oder was? Dann war es mal ein recht. Chris, du bist so schlau. Du kleines Pokémon-Lexikon. Was ist denn da in der Kosche? Ich nehme den hier. Da. Da, da wird nichts hören. Ich brauche gar keine Nuggets, aber es ist klar, dass sie einen damit vollstopfen, damit man genug Geld hat oder so. Einkauf Center. Ja. Einkauf Center, hier yeah, Geschenke, ich gehe shopping. Shopping Queen. Flucht unmöglich, war so knapp. Ja, komm, wie viel Schaden macht das alles? Das ist schon Wahnsinn, ne? Doppelt sehr wenig. Nein, hau doch ab!
Hau ab! Du bist so lahm, bist du nicht. Du siehst so. Ab! Ja, komm, Alter, was soll ich gegen den Winkel kämpfen? Der ist doch nichts. Hyperheile. Den hab ich mir erstmal aufgespart. So. Mach wieder die zwei. Du guckst wieder in die Mitte. So. Du auch. Jetzt. Und dann, ich dreh mich, genau. Jetzt wieder. Besiege ich 5 Trainer und du bist heute der 5. Jeden Tag besiege ich 5 Trainer, du bist der 5. Los, komm, prügeln wir uns. Also es klingt. Oh, 2 Ass-Trainer. Ist das ein Mädchen? Ja, das ist das rechte Mädchen. Das ist ein Mädchen. Ja. Aber bestimmt nicht gender. Wir müssen hier. So, Flammenwurf auf den da. Du, der Punkt auf den da. So, weil ich einen Kampf ins Auto wäre. Leta King mit einem Himmelhieb wegbamst. Es ist Nidranka. Es ist Nidranka, Mann. Diese Attacke, die ich noch nie benutzt, weil sie einfach dumm ist. Alter, Tengulis. Geil. Das Pokémon finde ich cool. Ja, Tengulis wird jetzt abgefeuert und um. Alter, Kappels ist mit dem Weg erst da. Du bist auf jeden Fall Fritte. Gib mir deinen Pokémon. Ich bin so peinlich, hast du gesagt. Mann, du bist echt so wie 50. Na guck, ich hab's gleich. Na, na, brüm. Ich mach jetzt erstmal eine mal 40 oder was, weil ich hab keinen Bock, immer alle 2-3 Level zu tauschen. Ich weiß, der Kremotor gerade gar nicht so doof ist. Ich habe noch 4 Minuten, da kann ich noch mal eben den. Da kann ich kurz heilen und meinen Rivalen bekloppen. Dann kann ich Donner an mein wunderbares Dings geben. Wie heißt das? Magnet, Toni. Achso, ja. Wo kriegen wir jetzt eigentlich Fliegen her? Hast du schon. Hab ich schon? Cool. Das ist hier so unscheinbar, ne? Das ist halt. So, was hast du zuerst, Michael? Das hast du nämlich vom letzten Rivalenkampf gekriegt. Stimmt, ich hab doch. Hab ich den gesehen gekämpft? Bestimmt hab ich den gesehen gekämpft. Wusstest du? Ich nehm X-Bar. X-Bar. Vor Baumhausen City. Komm her. Komm her einkaufen, yeah! Alter, diese Schwierigkeitsleichnase ist ein Doppelkampf richtig mies. Doppelt auf die Fresse. Naja, deswegen wird das ja immer mit Simsala oder so gespielt, dass Simsala Schnarchnase hat und er dann. Ja, ja. Na, natürlich. Los, Newcomer. Oh, das war eine gute Wahl, X-Bar vorne dran zu haben. Nicht optimal, aber gut. Alter, mit einem Volltreffer kriegt X-Bahn echt alles kaputt, wenn er denn mal Volltreffer hat. Eigentlich braucht er ihn nicht Fokus. Der hat 4 Flügel, ne? Ja. Was ist der? Füßchen. Der muss sich ja irgendwo hinsetzen, der kann doch den ganzen Tag nur fliegen. Kann ja einfach auf den Rücken gehen. Alter, der hat Schnecken. Dann kriegt X-Bahn auch noch kaputt. Kommt Maike irgendwann nochmal wieder? Ne, hier ist Ende, ne? Ja, der hätte jetzt nur noch ein, also ein Zoompex, nicht mal, sondern nur das davor, richtig? Ja, ich habe auch einfach keine Lust jetzt zu wechseln. Diese zwanghafte Art, mit Pelipper immer Schutzschild zu werfen, das ist so. Vor allem zu Beginn des Kampfes. Ja, bei Pudox geht es mit hier Toxin, Schutzschild, Heilen, Schutzschild, Psychokinese.
da ergibt das alles Sinn, aber hier bei Pelipa doch nicht. Vor allem, der hält doch gut was aus. Der hat doch hier 7 Milliarden Verteidigung. Was meinst du, warum der nicht kaputt ist? Siehst du, jetzt man kann er jetzt erst. Abschlag weg. Jetzt kommt noch Vulnona. Das sieht wenigstens schön aus auf dem Bild. So. Chain Talks. So, damit du mal siehst, wie man seine Pokémon behandelt. Nee, nee, nee. Ich möchte nicht, dass man mich erwassert. Stärkste Attacke hier hochzugehen. Bah. Oh, doch nicht kaputt. Können wir noch ein bisschen mehr spielen. Hey, Kopf. Hier ist auch der Attackenverlerner, ne? Oben hier? Ja. Gab's hier sonst noch was? Nee. Der Typ da mit dem. Ich weiß nicht, da gibt's hier eine Erholung. Mit dem Typen? Ich hab genau 12 Stunden. Okay. Ah, er soll mich in Ruhe lassen. 12 Stunden. So, ja, ich bin ein Stück vor dir, aber. Ja, Viertelstunde. Viertelstunde, du redest, du laberst. Ich sagte, so. Das haue ich alles beim Tauchen und Surfen wieder raus. Wieso? Ja. Weil du Aldo. Weil ich das schon alles 3-4 Mal gemacht habe und du, glaube ich, nicht. Weiß ich auch nicht. Guck so, sehen wir dann mal. Also, es bleibt spannend. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo oder ein Like da lassen. Freuen wir uns immer sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und tschüss, tschüss.